Doch, es könnte sogar sein, dass sie größer sind. Weiß ich nicht. Nachher so richtig riesige Krallen, so, also so richtig riesig. So, gut. Jetzt muss ich nur noch irgendwie von den Helis wegkommen. Ich wollte eigentlich gerade eben Schluss machen. Jetzt werden wir ja schon in Folge 5 sein mittlerweile. Dann. Ja. Oh, schafft das da drüber? Oh, ja, okay. Denn in Teil 1 konnten wir, glaube ich, nicht schwimmen, ne? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Naja. So, irgendwie. Können wir die nicht kaputt machen? Hier, diesen einen blöden Heli, den kriegen wir doch auch irgendwie kaputt, oder? Ist hier nichts zum Werfen? Doch, da ist was zum Werfen. So, zack. Bam, Muno. Was, schießt der Raketen oder was war das? Was? Warum ist es jetzt so kaputt gegangen? Verfluchter Scheiße. So, aufnehmen. Anvisieren. Anvisieren. Ja. Ey, anvisieren. Ui. Oh, jetzt hat er das Ding weggeschossen. Aber was soll der Mist, ey? Stirb. Was? Der kriegt noch einen dritten? Gut, dann kriegt er halt noch einen dritten. Kann ich den sogar in der Luft schlagen? Oder ich kann ihn sogar in der Luft schlagen. Wird ja immer besser hier alles. So, Auto. Bam. Einsatzteam zerstört. Sehr schön. Haha. So. Wir werden immer noch verfolgt. Von wem? Ich sehe auf der Karte einen roten Punkt. Ach, da ist eine kleine... Ach, eine kleine süße Einheit. Na, wo ist sie denn? Na, wo ist sie denn? Ach, der da. Ach, der kleine Wicht. Guckt euch mal den kleinen Wicht an. Lol, konsumiert. Nom, 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 nom. Verdammt, warum gibt das so wenig Leben? Wir brauchen nachher auf jeden Fall irgendwas, mit dem man mehrere Leute gleichzeitig konsumieren kann. Wenn es das denn überhaupt gibt. Ach, haben die nicht gesehen, ne? Da stellst du immer einmal durch. Bam! Oh, wie geil, boah, alles zerschnitzelt, Richtig krass. So. Was haben wir da? Ein Blackbox-Sammelobjekt. Eine Blackbox ist in der Nähe. Es gibt 4 Blackboxes im District Lindenpark, die Sie finden können. Sammeln Sie 4 Blackboxes und Sie erhalten eine Mutation, die Helle extrem mächtig macht. Okay. So verringert sich der Abstand. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Oh, ist wieder größer. Wieder in die Richtung kleiner. Ja. Gehen wir mal gerade hier bis aufs Dach. Da können wir uns ja neu orientieren. Ah ne, hier ist es schon wahrscheinlich, oder? Ein Meter hier, das wird es doch wahrscheinlich sein, oder? Blackbox bergen. Oh, da hätte ich rechts drücken müssen. Ja, birg doch die scheiß Blackbox. Was, warum kann ich hier nicht aufnehmen? Birg doch. So, jetzt aber. So, das war Blackbox 1. Blackbox 1. Okay. Aber wie kann man nur so blöd sein, in einer Aufzeichnung nicht das Datum zu sagen, sondern zu sagen, vor so und so vielen Tagen? Denn dann ist das doch je nachdem anderer Tag, wann man sich das anhört. Wenn man nicht gerade den Herstellungstag weiß. Ach, egal. Wird alles irgendwie, naja, ganz egal. Wir sind hier nicht beim Denkspiel, wir sind hier beim Killerspiel. So. Da vorne ist so ein Kopf in der Mitte. Da will ich auch mal gucken, was ist. Was? Wer verdächtigt mich hier, hä? Verdächtigst du mich? Oder wer? Soll der Scheiß, ey. So, jetzt verdächtigt mich niemand. So, dann gehen wir da mal hin, gucken mal. Da ist ja kein... Doch, daneben ist so ein Radar-Ding, aber erst dahinter. Konsumieren wir den mal. Mal gucken, was der so... Was? Wird beobachtet? Von wem? Von dem da? Nehmen wir dich halt. Jetzt wird der von dem beobachtet. Das ist jetzt ja mies. Oh, die haben hier schon Angst vor mir, oder was? Kann ich ihn jetzt nicht... Dann greife ich den jetzt einfach und konsumiere den irgendwo anders. Kann ich den hier jetzt konsumieren? Zack. Und zack, und zack, und zack, und zack. Okay. So, was weiß der Tolles? JPL Jeffrey Fasolo. Okay. Relativ kontextlos.
In Bergung 1D verfügbar. Die Blackwatch und Gentech fanden infizierte Subjekte für weitere Biowaffentests. Bla bla, ich bin nicht so schnell. Scheint denen egal zu sein. So, Mutationsbelohnung Raubtier, Fortschritt 25%. Okay. So. Da vorne ist so ein kleiner Stern, der hatte sich gerade wegbewegt. Da wollen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Mache ich so einen Helikopter fliegen? Kommen wir da rein? Irgendwie? Vielleicht, wahrscheinlich erst nachher, müssen wir wahrscheinlich erst lernen oder so. So, was ist da vorne? Ist da eine neue Mission oder? Wir sind ja hier in der passenden Form gerade. Auf Blacknet zugreifen. Zugriff läuft. Zugriff gewährt. Und jetzt? Infbergung 1D verfügbar und ist jetzt angenommen. Immer noch 25%. Okay. Das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Ach doch, jetzt habe ich eine neue Quest angefangen, oder was? Ach so, jetzt kann ich das weiter leveln. Wenn ich das fertig, jetzt die Quest fertig mache, dann geht das höher wahrscheinlich. So. Ich hoffe auch, die Leertaste ist nicht zu laut. Da klopp ich immer so mega drauf. So. Na, komm schon. Hä, kann ich jetzt irgendwie einmal weniger sliden oder so? Sieht mich der Heli? Nee, ne? Und wenn doch, dann schmeiße ich den einfach ab. Hier ist ganz normaler Blackwatch auf dem Dach. Hier ist alles klar. Geh mal weg. Fahr mal weg. Flieg mal weg. Oh, der hat auch irgendwas Interessantes wieder. Ich will deine DNA. Gib mir deine DNA. Nam, 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 nam. Den absorbiert. 1000 EP. Okay, nice. Ich hatte jetzt mehr gehofft, ihn irgendwo drin besser zu werden oder so, aber immerhin. Kriege ich eigentlich auch jetzt irgendwas, wenn ich den da jetzt einfach so? 15 EP. Naja, gut. So, benutzen den Handscanner, um Brawler zu befreien und zu absorbieren. Wenn ich den dann befreit und absorbiert habe, gibt es wahrscheinlich wieder irgendeinen Bonus. Clown-Verbesserung oder irgendwas vielleicht. Ich weiß es nicht. Nicht drauf schießen, ist mehr als ihr alle zusammen wert. Ja, Leute, schießen trotzdem drauf. Würde ich, glaube ich, aber auch machen. So, ich muss den besiegen, bevor den jemand tötet. Okay. Achso, bevor es jemanden tötet? Ne, bevor er... Ja, doch. Er? Hä, das ist doch kein Typ. Das ist ein Subjekt oder Objekt oder wie auch immer. Vor allem, wie soll ich den kriegen, verflucht? Hoppala. Also irgendwie bringt das Gewehr nicht so sehr, bringt das nicht so sehr, ehrlich gesagt. Schmeiß doch das Drecksgewehr weg, verflucht. Habe ich Hälfte? Ja, jetzt bin ich gleich tot, ey, oder was? Nur weil er das Drecksgewehr nicht weggeschmissen hat. Konsumieren bringt einen feuchten Scheiß, wenn er nebenbei auf mich rumhaut. Ich muss erstmal ein paar konsumieren, bevor ich überhaupt das Ding killen kann. Wenn nebenbei ein Heli auf mich schießt oder so, ist das ganze Leben eh gleich wieder weg. Bringt alles einen feuchten Scheiß an. So, yo, irgendwelche Raketen fliegen nebenbei auf mich rum, töten die Leute, die ich eigentlich gut konsumieren könnte. Bam! Boah, das hilft auf jeden Fall. Dieser Drecksheli, ne, der die ganze Zeit rumschießt. Ey, das kann nicht sein. Kann der Heli nicht mal weg? Ich kann ja so schnell gar nicht konsumieren. Autsch, jetzt hat er meinen Typen getötet, den ich konsumieren wollte. Hier kommen euch beiden. Komm, ein bisschen weg, ein bisschen weg. Hier, Brawler, stirb du, Drecks. Penner, ey. Ich muss irgendwas auf dich werfen. Oh, falsche Richtung. Gut, dann das Ding da vielleicht. Kann ich noch hochheben? Ja, ne? Bam! Jo, das hat geholfen. Kann ich ihn jetzt ein paar Mal noch hauen und dann kann ich ihn konsumieren. So, jetzt konsumieren, konsumieren, konsumieren! Los, konsumieren! Konsumieren! Ja! Bam! Yeah! Like a bounce! So, jetzt muss ich nur noch, in Anführungsstrichen, den Alarm beenden. Alle konsumieren. Na los, einen nach dem anderen. Zack! Dich da auch. Bam! Kann den Kopf reindrücken, einfach so ganz stumpf. Ey, den Move finde ich aber am geilsten bis jetzt. Ich weiß nicht, ob da nachher noch neue zukommen. Was sind so viele, ey. Ich könnte jetzt auch einfach wegrennen, klar, aber irgendwie... Bam! Bam! Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um den Heli, ey. Der ist ja unertragbar. Na, Heli?
Jim! Bumm! Oh, Hälfte Leben mit einem Wurf weg. Zack! Wer ist down? Hier haben wir noch einen Heli. Ja, toll, fällt mir ein Gebäude da rein, wollte ich gerade schon sagen. Ein Fahrzeug da rein. Zack. Den auch noch. Ach komm, jetzt hat er nicht gesessen, ey. Ah komm, jetzt ist vielleicht die Lebensanzeige schon wieder im Arsch. Komm schon. Na, jetzt hast du halt ein Mann, ey. Wo ist der Drecksheli? Ist der kaputt? Der ist kaputt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss hier ganz schnell weg. Oh nein, ich sterbe. Nein, ich bin gestorben. Nein, oh nö. Ey, was hat mir denn plötzlich so viel Leben gezogen? Ich hatte jetzt zwar nicht so viel mehr, das gebe ich ja gern zu, aber so ein bisschen was hatte ich eigentlich noch. Na. Oh, jetzt muss das ganze Ding nochmal killen, ey. Na gut, dann werde ich nächstes Mal wohl doch einfach abhauen. Und dann mal gucken, dass ich das eigentliche Trollen in Anführungsstriche eben einfach nicht während der Mission mache, sondern eben so ein bisschen separat davon halte. Zwischendurch ein Quicksave wäre wahrscheinlich auch keine schlechte Idee, aber ach, was soll's. So. So, das machen wir jetzt hier mal gerade im Schnelldurchgang, denn wie das Ganze abläuft, wie das Ganze aussieht, wisst ihr jetzt ja schon, weiß ich jetzt auch schon. Daher ist es relativ unspektakulär. Der Kampf selbst natürlich immer interessant, aber nichts Neues zu sehen an sich. So. Krallen gleich direkt rausholen. Muss den gleich erst ein bisschen wieder hinterherlaufen. Und dann können wir ihn erledigen. Diesmal auch ohne Gewehr am Anfang, mit mehr Leben. Haben wir jetzt volles Leben? Weiß ich gerade gar nicht. Wir gucken gleich. Ja, wir haben volles Leben. So. Zack. Ja, diesmal haben wir ihn auch schon direkt hier aufgehalten, weil wir ihn hier direkt bekommen haben. Besser auch ausgewichen. Ja, ich muss sagen, mit der Zeit kommt dann auch die Übung. Dann geht das doch gleich viel besser. So. So, so, so. Warte, jetzt läuft er weg? Nein, doch nicht. Ich dachte schon. Bam, bam, bam. Jetzt konsumieren. Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Los. So, bam. Okay, sehr schön. So, es gab jetzt wieder die 1000 EP. Habe ich jetzt eigentlich nochmal neu bekommen? Nee, ne? Weil er eben dann nicht gespeichert hat, wahrscheinlich. So. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte nur gerade Leben wieder auffüllen. Zack. Den auch noch. Zack. Und jetzt rennen wir lieber weg, würde ich sagen. Wir würden vielleicht sogar alles tot kriegen mit ganz viel konsumieren und wieder platt machen und wieder konsumieren und allem. Aber das machen wir dann doch wirklich lieber getrennt von der Kampagne. Damit wir auf jeden Fall hier die Quest dann auch erstmal fertig haben. Hier erstmal komplett hoch. So, zack, zack, zack und schwupp. So. Zack und zack. Und zack und... Ey, dieser... Fuck! Boah, kommt da immer Raketen oder was kommt da immer dann, wenn der blaue Strahl vorher war? Oh ja, da kommen immer zwei Raketen und zwar auch ziemlich schnell. So, wie komme ich denn jetzt hier weg? Echt die Drecks-Helis kaputt machen oder was? Also irgendwie muss man auch gar nicht fokussieren. Meistens weiß er auch so, wo man hinschmeißen will, aber halt irgendwie auch nicht immer. Ah, die hat er natürlich jetzt gerade nach vorne geworfen, auch ganz toll. Da sind noch so ein paar von den Dingern. Also irgendwie, sonst immer klappt das aber auch nicht. Ey, komm, ich will dich nur konsumieren. Jetzt chill doch mal eine Runde. Ja, das wäre es jetzt aber auch gewesen, ey. Diese Dinger regen mich auf, diese Drecksraketenwerfer. Das war ganz schön heftig, ey. Ich hab mega Glück, dass ich nicht so mega rage bei allem. Das ist immer nur fast mega rage. So. Na, komm schon. Muss ja jetzt irgendwie hier diesen scheiß Helis entfliehen können. Was soll denn der Mist? Ach, ich sollte vielleicht auch einfach mal die Form wechseln. Ja, das könnte natürlich auch helfen. Ich bin so blöd, ey. Ah, naja, shit happens mal, ne? So, gut, dann haben wir das auch geschafft. Infbergung 1D abgeschlossen. Was diese 1D heißt, weiß ich auch nicht, ob das jetzt Kategorie 1 Part D ist oder sowas. Hier haben wir jetzt 50% auch immerhin. So, gut, dann... Ah, hier ist auch die nächste Blackbox. Dennoch mache ich hier jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne natürlich Kritik bezüglich der Spielweise etc. meinetwegen, aber denkt ein bisschen dran, dass
im Grunde genommen mir das scheißegal ist, guckt es uns einfach von dem anderen. Also klar, konstruktive Kritik immer gerne, aber nicht einfach aufregen. Das ist, denke ich, klar. Okay, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in den nächsten Folgen. Ciao, ciao.